So, willkommen zurück bei Star Citizen und wir sind jetzt im zweiten Part der Trading-Reihe mit der Carrack. Wir haben Scrap gekauft in Port Bajin, also die Raumstation, die sich um Arcor befindet. Und jetzt sind wir gerade angekommen bei Crusader und wollen nach Port Odessa. Mal gucken, ob ich direkt springen darf. Würde mich sehr freuen. Nein. Das ist immer random. Das ist wie Lotto spielen. So. Erstmal halt so machen. Jetzt will er wieder zur Sonne. Ich raste aus. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir dahin fliegen. Da oben. Also Port Odessa ist eigentlich hier unten irgendwo. In dem Bereich, hier so knapp hinter dem Planeten. Aber es ist so 50-50, dass du es einfach nicht anspringen kannst. Fragt mich bitte nicht, warum. Warte mal, eigentlich müsste es da sein. Warte mal, ich cleare nochmal ganz kurz die Route. Vielleicht habe ich mich jetzt auch geirrt. Will nichts Falsches sagen. Moment, mal B drücken. Ah, siehst du, er lässt mich nicht. Er lässt mich einfach nicht. Aber wir können jetzt ja mal, wir springen jetzt mal Dema einfach kurz an. Ach nee, da ist es. Guck an. Es ist jetzt hinter dem Planeten. Okay. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Wir springen mal kurz Dema an. Nur ein kleines bisschen. Ja, viele fragen ja, wie kommt man raus aus dem Quantum Drive? Einfach B bisschen kurz gedrückt halten. So wie jetzt. Zack. Und dann sind wir instant wieder draußen. Und jetzt können wir normalerweise Port Odessa direkt anspringen. Indem wir... Ja, wir müssen jetzt Kurs setzen. Aber jetzt sollte es funktionieren. So. Bisschen nervig immer, aber es geht. So, da ist es. Action, los geht's. So. Wir hatten ja knapp 61.000 Tacken investiert in den Frachtraum der Carrack. Und ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt hier rausziehen. Mal kurz gucken. Genau, ungefähr die Hälfte des Geldes. Trotzdem erstaunlich, ne? Dass der Bajin Point so viel Cargo-Raum hat. Also, dass er so viel Scrap uns verkauft hat. Die Raumstationen sind ja ein bisschen genervt worden. Naja, so. Ah, eine Landeerlaubnis, bitteschön. Wo darf ich? Dort darf ich. Ach ja, auf Port Odessa lande ich immer noch am liebsten. Das geht schön schnell, ist schön easy. Ich mag Port Odessa. Würde mir wünschen, dass die Reststops auch ein bisschen von diesen, also auch ein paar von diesen freien, großen Landingpads haben. Ich finde die sehr, sehr angenehm. Teilweise auch echt besser als die Hangars. Also da hat Port Odessa immer noch so ein bisschen die Nase vorn, für mich zumindest, was das Handling angeht mit den großen Schiffen. Das ist immer so eine Fummelei mit den Hangars. Ich meine, das gibt es auch okay. Jetzt nicht mega schlimm. Autoland? Achso. Okay, Autoland geht wieder nicht. Na, dann machen wir einfach erst der G-Taste, aber ich kann noch ein bisschen vorfliegen. Ein Stückchen geht noch. So. Fein. Schön noch einen Arsch runter. So. Gut. Engines off. Habe ich mich auch vorne im Hangar vergessen, die Engines auszumachen. So, jetzt gehen wir einfach mal eine Runde Verkaufen. Scrap Verkaufen. Und man ist eben, warte ganz kurz. So. Und man ist eben auch recht schnell raus aus der Carrack durch den Fahrstuhl hier, wenn man das ordentlich macht. Ich habe mir natürlich wieder unten gelassen, weil ich wieder anderen hoch bin, aber du bist ja hier wirklich relativ fix raus, teilweise schneller als bei der Caterpillar. Oder? Läufst du ein Stückchen hinter, fährst runter. Bei der Caterpillar, na gut, musst du sprinten. Nimmt sich auf jeden Fall nicht allzu viel. So. So, wenn wir hier rausspringen, das Stückel. Hui. Ah, schön. Ja, ich weiß, es wird wieder Kommentare kommen, macht die Tür zu, ihr habt recht. Gerade bei der Carrack sollte man die Tür zumachen. Denn hier kommt man ja wirklich relativ einfach rein. So. Schauen wir erstmal, was wir hier an Gewinn machen.
wie gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass ich die Pisces jetzt gerade nicht mit reinkriege. Das ist zwar nicht viel an extra Frachtraum, aber ihr könnt sie ja bei euch mit reinpacken, wenn es bei euch funktioniert. Wie gesagt, bei mir hat es nicht geklappt, wegen, weiß nicht, wegen diesem Despawn-Problem, was sie da haben. Aber wenn es bei euch klappt, packt die Pisces oder auch eine Aurora MR, passt ja auch rein, in den Hangar. Packt das Zeug rein, dann könnt ihr das mit zum Traden mitbenutzen. Ja. Übrigens, weil das auch viele fragen, das größte Schiff meines Wissens nach, was in die Carrack noch reinpasst, ist die Aurora MR. Also wenn euch die Maße da interessieren, guckt einfach, die Aurora MR passt von der Höhe und von der Länge und auch so ziemlich genau von der Breite gerade so noch rein. Ja. So, verkaufen wir hier, ne? Gehen wir mal ran und wählen unsere, halt, erstmal Sell und wählen unsere Carrack aus. So, 1,85, die Website stimmte also und wir haben jetzt tatsächlich hier knapp, ja, ein bisschen mehr als 20.000 Geld Gewinn gemacht. Das ist doch schön. Irgendwie gerade kein Ingame-Sound mehr. Nee, warte mal, ist sogar mehr Gewinn, ne? Wie hatten wir denn am Anfang? Ich hab nicht geguckt. 120, jetzt haben wir 150.000. Hat sich auf jeden Fall gut rentiert. Ziemlich nice. So. Bei Port Onizar irgendwas kaufen und irgendwo hinbringen lohnt sich normalerweise nicht. Wir können aber natürlich Folgendes machen. Wir können mal spaßeshalber gucken. Wir gehen mal hier in die Bildschirmaufnahme nochmal zurück. So. Einmal Formular erneut einreichen. Was für ein Formular? Mach halt einfach zurück. So. Genau. Wir können jetzt nochmal gucken. 50.000, ja, wir können jetzt auch mal locker 80.000 draus machen. Dann haben wir ja ein bisschen mehr Geld. Und wir sagen jetzt, wir sind bei Port Odisar. Können wir hier irgendwas machen? Mal die Enter-Taste drücken. Achso, muss ich hier reinklicken. So, gibt es hier irgendwas, was wir Sinnvolles tun können? 10%, 10%. Ah, so richtig lohnt sich es jetzt hier nicht. Warte mal, die Frage ist, wir können das nach Hürsten L5 bringen. Medical Supplies. Ja gut, das kennen wir schon. Das könnten wir natürlich machen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen nochmal hier rein. Carrack. Wir machen da auch nochmal 80.000 drauf. Und gucken mal. Angenommen, wir würden das jetzt tun. Nach Hürsten L5. Gucken, ob sich das vielleicht lohnt. Hürsten L5. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Dann könnte man wieder Scrap holen. Könnte man natürlich machen. Hürsten L5, mal gucken, wie es da mit Scrap aussieht. Scrap. Ja, das ist easy. Ach, das mit den Formularen nervt mich. Ja. Okay, also das können wir machen. Das heißt, wir könnten jetzt hier diese Medical Supplies einladen. Ist jetzt nicht viel Gewinn, ne? Aber so würde sich zumindest der Hinweg lohnen. Also das können wir jetzt theoretisch machen. Könnten wir auch Valar Lyria. Ich wollte eigentlich gerne mal eine Runde auf den Mond gehen. Aber die Monde sind alle recht weit weg. Grimhex. Ah ja, das sind die Dinge. Celine, Galete, Galete. Galete kotzt das Kind. Aber nee, ist 0,1 hier Gewinn. Das, nee. Da brauchst du einen Frachtraum, der 20 mal so groß ist. Magda, Celine, Delamar. 5%. Medical Supplies. Wir könnten die nach Delamar liefern. Also nach Levski theoretisch. Aber so richtig geil ist das auch nicht. Port Odessa ist halt immer so ein bisschen problematisch. Ist nicht die beste Variante. Nee, komm. Da machen wir es anders. Wir machen das hier mit dem Hürsten L5. Ich will nur mal ganz kurz schauen, wo das ist. Hürsten L5 ist Hürsten L1, sehe ich es nicht. Ach da, nee. Hürsten L4. Wo ist denn Hürsten L5? Bin ich doof? L3? Ach hier, da. Ja, das geht aber. Das ist bloß halbe Distanz. Ja, da machen wir das mal. Komm, gucken wir uns mal an. So, wir kaufen für die Carrack. Zack. Medical Supplies. Ach, die haben nichts mehr da. Na super. Danke, Port Odessar, für fucking 2 SCU, ernsthaft? Das glaube ich ja nicht. Das ist ja richtig Schmutz. Nee, das lohnt sich ja überhaupt nicht.
Achso, ich habe noch die Bildschirmaufnahme an. Na egal. Was haben wir noch an Möglichkeiten? Medical Supplies, ja. Die Agricultural Dinger hier, die können wir machen, die würden 15% bringen. Das Problem ist halt nur. Nach Lorville. Ja, komm, dann machen wir das mal. Agricultural Supplies bringen prozentual mehr, sind aber weniger wert, deswegen ist unterm Strich der Gewinn. Aber ist trotzdem okay. Für 8000 Tacken hinfliegen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt von Lorville irgendwo hin. CBD? Aber wo soll denn. Warte mal, CBD. Was ist ein Lorville CBD? Egal. Nehmen wir mal Lorville CBD. Was können wir da tun? Wir können da Scrap transportieren wieder. Ja, okay. Könnte man wieder machen. Also da hätte man jetzt so eine kleine Route als Beispiel jetzt mal. Wir machen das einfach mal. Das heißt, nach CBD. Wo ist denn CBD? Das müssen wir mal gucken. Trade. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, so wie ich es gerade, Trade Ports anklicken und dann einfach mal Lorville zum Beispiel. Oder wir können auch mal CBD. Ach nicht. Lorville CBD. So. Dann seht ihr, was die hier allgemein verkaufen. Kurz zurückgehen. Wieder mal. Hurston. Genau, hier haben wir es. Hurston. Lorville CBD. Ah ja, jetzt wissen wir, wo es ist. Also ich weiß nicht, warum hier das Bild fehlt. Eigentlich müsste das Bild hier auch drin sein. Egal. Wir wissen jetzt, CBD ist der Central Business District. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe das weiß nicht gespielt. Man kann halt auch nicht alles wissen. Das heißt, wir müssen das dorthin bringen und nicht zum normalen Admin Office. Wichtig zu wissen. So. Okay, dann machen wir das. Dann versuchen wir es mal auf diesem Wege. Also, wir kaufen jetzt die Agricultural Supplies. Okay, ja. Da gibt es auf jeden Fall vollen Frachtraum voll. Für 50.000 Tacken. Das ist doch nett. Oder für 48.900, zack. Dann müssen wir sogar bloß ein Drittel unseres Geldes investieren und fliegen nach Lorville. Für 8.000 kann man das schon machen. Die Kosten, die wir haben, sind ja quasi fast null. Also der Quantum, wenn ihr den Standard Quantum Drive eingebaut habt, ihr habt fast keine Kosten mit dem. Das ist ein Apfel und ein Ei, ja. Das ist sogar weniger. Das ist eigentlich nur der Apfel. Das Ei ist auch noch geschenkt. Das ist so billig. Könnt ihr gerne mal ausrechnen, ich bin jetzt gerade zu faul, das auszurechnen, wie viel ihr mit dem Standard Quantum Drive an Geld sozusagen verbraucht für einen Sprung zum Beispiel eben nach, also von Port Olisar nach Hurston, aber es ist nicht viel. Das könnt ihr euch wirklich, also die 8000 sind fast rein Gewinn und dann fliegen wir den Weg zurück und nehmen halt noch dann wieder unser Scrap mit, was nochmal viel, viel mehr Gewinn bringt. Also ich glaube, das ist eine ganz nette kleine Route. Ich weiß, der Anflug auf Hurston oder der Anflug auf Lorville, der nervt einige immer. Andererseits, naja, ist auch mal schön, auf den Planeten runterzukommen, ne? So. Können auch gleich ein bisschen Kommentare mal wieder vorlesen, wenn wir im Quantum Drive eh gleich sind. Das macht sich ja alles mehr oder weniger von alleine. Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, noch ein riesen Vorteil an der Carrack, wenn er mit der traded ist, ihre krassen Schilde. Also die hat ja so mächtige, heftige Schilde, das ist ja fast die Tod zu kriegen für ein normales Kampfschiff. Also irgendwelche Jäger. Nein! Halt's Maul, ich flieg doch schon weg. Schnell. Nein. Oh nein. Wie ich das hasse. Lasst mich doch stehen. Lasst mich doch einfach hier stehen. Das Problem ist, ich weiß es nicht, was passiert, wenn ich jetzt wegfliege. Weil er hat schon gerade Initiating Ship Storage Procedure. So, das heißt, er hat es schon quasi angetriggert. Das heißt, ich muss das Schiff jetzt neu spawnen. Oh, das ist so kotzig. Dass sie da kein System drin haben, was irgendwie checkt, dass ich... Ja. Schnell runter. Komm, fahr! Gleich ploppt's einfach weg. Ja, vielen Dank, Spiel. Nicht neu spawnen. Dass sie da kein System haben, was checkt, okay, der hat gerade das Schiff beladen, dass sie dann einfach, weißt du, wenn das Schiff belädst, einfach diesen Timer zurücksetzen oder den eine Minute dranhängen oder so, wenigstens. Das wäre doch mal was. Egal, die Ware ist trotzdem drin, das Schiff wurde ja gestort, es hat jetzt keinen Nachteil, außer dass es halt unnötig ist. Aber egal.
Ist nicht schlimm. Spawnen wir uns neu. 0-0. Dankeschön. So, wo ist B00? Da. Okay. F12. Anvil Karak. La 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 la. Ist die Musik wieder so komisch leise, ne? Warte mal. Das Lied ist einfach nur so leise. So. Aber das ist auch ziemlich leise. Naja, egal. Okay. Auf in die Carrick. Ein bisschen traden, ein bisschen traden. La 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 la. Wir können nochmal ganz kurz gucken, ob die Ware wirklich da ist, aber müsste sein. Ach stimmt, er hat das Schiff wieder gedreht. Naja. Gibt's Schlimmeres? Dumm-di-dumm-di-dumm. Sprinten, das macht Spaß. So. Wenigstens steht es nicht schief da. Ist auch mal, schon mal was wert. So, wir gucken mal ganz kurz, ob wirklich im Frachtraum alles drin ist. Das sehen wir ja sofort. Also, außer es backt wieder rum. Ja, guck mal, jetzt ist auch hier ordentlich gelagert. So sieht es aus, wenn es wirklich voll gelagert ist. Unten noch so ein bisschen Platz für den Fahrstuhl hier. Auch hier. Ah, das ist einfach nur fantastisch. Richtig schön. Ich mag das generell mit diesen Laufstegen da so durchzulaufen, das ist sehr, sehr cool. Vor allem, wenn du dann später das Zeug wirklich dann selber reingeladen hast, kannst du dir dann sozusagen im Nachgang deine Arbeit angucken, was du da vollbracht hast. Da, 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 da. Heroische Musik, ja. Mega gut. So, auf geht's zur Brücke und dann ab dafür nach Lorville. In den Central Business District, da war ich jetzt auch schon wieder lange nicht mehr. Puh. Muss man halt auch so selten hin, ne? Ich hoffe nur, dass wir dann auch wirklich bei dem Central Business, das kann ich nochmal ganz kurz gucken, können wir beim Central Business District eigentlich Lorville, kann ich dort eigentlich den Scrap kaufen? Ja, okay, das funktioniert. So. Halt sonst doof, ne? Wenn ich beim CBD quasi nicht den Scrap kaufen könnte und dann müsste ich ja dann nochmal rüber mit dem Zug wieder fahren, extra zum Administration Office und so weiter. Ich visite schon bald again, mein Freund. Wir fliegen jetzt mal kurz nach Hurston und dann komme ich gleich wieder. So. Huch. Na komm. Jetzt. Ich kann ja schon mal ein bisschen die Kommentare hier raussuchen nebenbei. Nochmal zur Erinnerung, denkt dran, ne? Bei euch, wenn ihr das hier macht, seid ihr natürlich um einiges langsamer als ich in Quantum Drive, weil ihr nicht den, also ihr habt dann quasi den Standard Quantum Drive drin, nicht den ich habe, der erheblich schneller ist. Aber wie gesagt, dafür ist es auch wesentlich billiger. So. Kommentare, was haben wir denn da Feines im Angebot? Dum, 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 dum. Der Kolossus 135 schreibt, ich weiß, es ist eine Alpha, aber ich würde es gut finden, wenn man auf der Roadmap sehen könnte, an welchen Bugs sie sind. Ansonsten bin ich neugierig auf das Gefängnis in 39 und 41 Cargo. Lieber Kolossus, du kannst sehen, welche Bugs quasi aktiv sind und wenn diese Bugs sozusagen auch gemeldet sind, dann werden sie auch daran arbeiten. Das siehst du in dem Issue Council und nicht auf der Roadmap. Also die Roadmap ist dafür halt nicht ausgelegt, sondern die Roadmap ist immer für die Features gedacht, die neuen Inhalte. Ja. Bugfixing passiert permanent. So.
Hier alles Kommentare von unserem kleinen Roleplay-Stream. Martin Benesch, ich habe meinen Avenger Titan mit neuen Schilden und Waffen ausgerüstet. Nach der dritten Bounty-Mission bin ich explodiert. Neu claimed und alles weg. Von wegen Persistenz. Okay, sollte aber eigentlich gehen. Die Dinger sind normalerweise, ja, auch wenn es abstürzt oder so. Also bei mir ist alles noch da. Ich habe schon den Helix-Laser schon dreimal quasi verlieren müssen, weil ich das Schiff einfach verloren habe. Durch das Neu-Claimen. Nö, aber ist alles da. Das sind aber Bugs, Freunde. Denkt dran, das ist alles Alpha. Auch diese neue Persistenz ist noch ganz frisch drin. Das dauert noch ein bisschen, bis das richtig funktioniert. So. Da. Hier Antworten. Wieso ist denn. Was ist denn heute. Ich weiß nicht, was heute mit der Musik ist. Tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß wirklich nicht, was ist das hier. Mega leise. Beim Media Player spinnt rum. So, machen wir mal so. Also, Kommentare. Achso, ich muss da wieder auf der reintappen hier ins Spiel. Lalala. Wie viel wird die Prowler kosten? Fragt der Paraloxo. Ist der Preis bekannt? Ihr könnt euch jeden Preis angucken, von jedem Schiff im Grunde genommen. Ich kann euch auch nochmal ganz kurz an der Stelle zeigen, wie. Das ist sehr, sehr einfach. Das ist wieder zu laut. Und ich habe die alle, na egal. So, ihr geht einfach auf der Website in euren Hangar rein und dann in das Ship Upgrade Tool. Und dann drückt ihr hier oben auf All Ships. Und dann könnt ihr hier alle Schiffe, die es im gesamten Spiel gibt, auch die, die noch nicht flugfähig sind, komplett durchgucken, bis runter zu Idris. Sind also alle Preise. Zum Beispiel die Prowler steht hier mit drin mit $425 und das ist immer Ship Value. Das ist nicht der Verkaufspreis. Der Verkaufspreis ist immer dann das plus Steuern. Ne? Das ist quasi das, was ihr kriegt, wenn ihr das Schiff ja sozusagen verkauft auf der Website, also wie, so wieder einschmelzt oder mit Store Credits eben bezahlt. Und das ist wieder Dollar, müsst ihr nochmal in Euro umrechnen. Ja, könnt ihr euch bei allen Schiffen angucken, ist überhaupt gar kein Problem. Ich hab noch ein spannendes Kommentar bekommen, das werden wir aber gar nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Ich suche es gerade nochmal raus, mal gucken, ob ich das finde. Das war wieder so ein Kommentar. Düpp. Wo haben wir es denn? Hier haben wir einen Kommentar. Lohnt es sich, das Spiel jetzt schon zu kaufen oder ist es besser, da noch zu warten? Die Frage kriege ich auch sehr, sehr häufig von euch. Das müsst ihr immer selber wissen. Ich kann euch dazu nicht wirklich eine Antwort geben. Ich kann euch natürlich meine Meinung sagen. Die kennt ihr aber, wenn ihr meine Videos guckt. Dass ich absolut der Meinung bin, dass es sich rentiert. Aber ob es sich für euch rentiert, das Spiel zu kaufen, das müsst ihr halt selber wissen. Ja. Meine 40 Euro sind 40 Euro, das ist viel Geld. Und das muss es euch auch dann wert sein, dass ihr eben dann auch mit diesen ganzen Problemchen, die es nun mal gibt, einfach auch leben könnt. Also das Spiel lässt sich wirklich gut spielen, das ist gar keine Frage. Aber es gibt eben auch Tage, wo der Server einfach mal überhaupt nicht funktioniert, wo es einfach richtig nervig ist. Das ist seltener geworden, aber es ist immer noch vorhanden. Und ihr müsst wissen, ob es euch das wert ist. Und wenn ihr sagt, nee, ich warte lieber, bis die Beta kommt, dann ist es euer gutes Recht, bis zur Beta zu warten. Aber dann könnt ihr natürlich zum einen nicht die Sachen spielen, die wir jetzt hier schon spielen können. Das ist logisch. Und ihr werdet eventuell auch mehr Geld am Ende bezahlen müssen. Weil das ist wie bei jedem anderen Spiel auch, was so eine Early Access, Alpha, Beta, blablabla, Variante hat. Es wird immer teurer, je näher es zum Release kommt. Das betrifft das Spiel, das betrifft aber auch die Raumschiffe. Ich sag nur Carrack. Die Carrack hat irgendwann mal ganz früher $350 gekostet. Dollar ohne Steuer, war damals steuerfrei. Vor einem halben Jahr hat sie noch ungefähr $400 gekostet und jetzt kostet sie 500 und. Ja. Also es wird immer teurer, wenn die Sachen released werden, weil CRG natürlich die Leute ein bisschen streichelt, sage ich jetzt mal, die einfach in den Konzept, also in das Konzept schon investieren, die nicht warten, bis es fertig ist, sondern die einfach sagen, ich will, dass es fertig wird und ich supporte das. Und die Gegenleistung ist sozusagen, dass man einen günstigeren Preis bekommt.
Das ist bei allen Schiffen so und das ist, wie gesagt, auch beim Spiel so. Das ist auch bei Squadron 42 so. Es gibt aktuell keine Möglichkeit mehr, sich Squadron 42 vergünstigt zu holen, außer man kauft dieses Starset, das ist ein Game Package mit Squadron 42 drin. Und ob das nicht auch bald rausfliegt, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ich würde fast drauf wetten. Ne? Aber das müsst ihr halt immer mit berücksichtigen. Das soll aber nicht der Hauptgrund sein, warum ihr euch das Spiel kauft, weil ihr 10 Euro sparen wollt. Ne? Das ist nur so am Rande. Aber meine Meinung dazu ist, wie gesagt, es macht Spaß, man kann viel tun und man hat eben wirklich jedes Quartal mindestens einen großen Patch, teilweise noch mehrere kleinere Zwischenpatches mit Features. Wenn ich das mal mit anderen Spielen vergleiche, mit einem World of Warcraft oder so, klar, das sind fertige Spiele, aber wenn ich mir da die Patch Notes angucke, da habe ich in Star Citizen teilweise echt mehr Content drin, als in diesen Patches bei einem fertigen Spiel. Es kommt dann immer darauf an, welches man nimmt, aber ja. Deswegen, man hat immer so ein bisschen so, ja, so eine kleine Zeitlinie, wo man sich dran hangeln kann. So, ah, da kommt bald ein nächster Patch und so. Das ist schon geil. Mal gucken, ob ich hier schon, ups, ob ich schon darf. So, Lorville. So, aber ich würde sagen, wir machen hier wieder einen kleinen Cut, so wie in der letzten Folge auch. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und machen dann unseren Abschluss-Training-Run zurück nach Port Odisa oder woanders hin, ich weiß noch nicht genau. Gucken wir mal. Also, danke fürs Zuschauen und bis gleich. Shot ice into my veins. I almost wish there were rain.